Instruktion zur PMR Langform. Nehmen Sie eine möglichst bequeme Haltung ein und stellen Sie sich darauf ein, dass Sie sich nun entspannen werden. Achten Sie darauf, dass Sie bequem sitzen oder liegen. Im Sitzen ist der Rücken angelehnt. Die Füße stehen fest und sicher auf dem Boden. Arme und Hände ruhen locker im Schoß. Oder sie liegen auf dem Rücken, die Füße etwas voneinander entfernt. Die Zehen weisen leicht nach außen. Die Hände ruhen bequem neben dem Oberkörper. Ganz gleich, ob Sie sitzen oder liegen, der Kopf hat eine angenehme Lage, die Augen sind geschlossen. Gehen Sie in Gedanken durch Ihren Körper und versuchen Sie aufzuspüren, welche Muskeln angespannt sind, und versuchen Sie, diese etwas zu lockern. Atmen Sie einige Male tief ein und langsam wieder aus. Beobachten Sie, wie sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen leicht hebt und beim Ausatmen wieder langsam senkt. Vielleicht können Sie auch spüren, wie die Luft kühl durch die Nase einströmt und vom Körper erwärmt, warm wieder ausfließt. Wir beginnen nun gleich mit den Übungen. Achten Sie dabei bitte ganz aufmerksam auf Ihre Empfindungen bei der Anspannung und der anschließenden Entspannung der Muskeln. Es kommt nicht darauf an, die Muskeln stark anzuspannen, sondern nur darauf, dass Sie die Unterschiede zwischen Anspannung und Entspannung deutlich merken. Es dürfen auch keine Schmerzen oder Verkrampfungen beim Anspannen der Muskeln entstehen. Lassen Sie dann gegebenenfalls diese Muskeln beim Anspannen einfach aus und versuchen Sie, die Muskeln innerlich locker zu lassen. Atmen Sie auch beim Anspannen der Muskeln ruhig weiter. Bitte führen Sie die Anspannung der Muskeln immer erst dann durch, wenn ich jetzt sage. Richten Sie zunächst Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre rechte Hand und den rechten Unterarm und ballen Sie die rechte Faust. Jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lösen Sie die Anspannung in Hand und Unterarm und lockern die Muskeln. Achten Sie auf den Unterschied zwischen Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Und bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit immer bei den Muskeln, die Sie gerade entspannt haben. Als nächstes beziehen wir den rechten Oberarm mit ein. Beugen Sie den rechten Ellenbogen mit geöffneter Hand nach oben. Jetzt. Spüren Sie die Anspannung. Lassen Sie mit dem nächsten Ausatmen den Arm sinken und entspannen Sie.
achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achten Sie darauf, wie mit dem Nachlassen der Anspannung die Entspannung ganz langsam eintreten kann. Die Finger, die rechte Hand, der rechte Unterarm und der rechte Oberarm werden mehr und mehr entspannt. Lassen Sie den rechten Arm entspannt und wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem linken Arm zu. Ballen Sie die linke Hand zur Faust, aber nicht zu stark. Jetzt. Beobachten Sie die Empfindungen der Anspannung in Hand und Unterarm. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder los und entspannen. Achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen Anspannung und der Entspannung, die sich allmählich in Arm und Unterarm ausbreitet. Achten Sie darauf, welches Gefühl sich bei Ihnen entwickelt in Hand und Unterarm. Ein leichtes Kribbeln, ein Gefühl von Schwere, Wärme oder auch von Kühle oder Leichtigkeit. Vielleicht empfinden Sie auch gar nichts, auch das ist möglich. Machen Sie einfach weiter mit der Übung. Gehen Sie in Gedanken durch die einzelnen Finger und auch ins Handinnere. Versuchen Sie, die einzelnen Muskelfasern noch mehr fallen zu lassen, ganz loszulassen. Wir beziehen jetzt den linken Oberarm mit ein. Beugen Sie den linken Ellenbogen jetzt. Beobachten Sie die leichte Anspannung der Muskeln und mit dem nächsten Ausatmen lockern Sie die Muskeln im Oberarm, lassen den Arm sinken und entspannen. Wieder ist deutlich der Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Lassen Sie alle Anspannung aus dem Arm herausfließen und entspannen Sie den Arm immer mehr und mehr. Lassen Sie beide Arme ganz entspannt ruhen und gehen Sie jetzt über zum Kopf. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Stirn und legen die Stirn in Falten. Jetzt. Beobachten Sie die Anspannung in der Stirn und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Stirn locker und gelöst werden, wie eine glatte Fläche. Achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Glätten Sie die Stirn immer mehr. Spüren Sie,
wie die Entspannung der Stirn sich über die ganze Kopfhaut ausbreitet. Bleiben Sie mit der Aufmerksamkeit immer bei den Muskeln, die Sie gerade entspannt haben. Wenn Sie Geräusche wahrnehmen oder wenn Ihnen Gedanken durch den Kopf gehen, machen Sie einfach mit der Übung weiter. Wenden Sie sich jetzt den Augen zu und kneifen Sie die Augen zusammen. Jetzt. Spüren Sie die Anspannung und mit dem nächsten Ausatmen entspannen Sie die Augenmuskeln und beobachten wieder das Nachlassen der Anspannung und die aufkommende Entspannung. Als nächstes spannen wir die Nasenmuskeln an, indem wir die Nase rümpfen. Jetzt. Halten Sie die Spannung etwas und mit dem nächsten Ausatmen entspannen Sie. Lassen Sie die Muskeln fallen, ganz locker, ganz entspannt. Richten Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Lippen und spitzen Sie die Lippen. Jetzt. Spüren Sie die Anspannung in den Lippenmuskeln im Mundbereich. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannen Sie wieder. Achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung und darauf, wie sich die Entspannung immer weiter ausbreiten kann. Kommen Sie nun zu den Kiefermuskeln. Drücken Sie die Zähne aufeinander, jetzt. Spüren Sie die Anspannung und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Unterkiefermuskeln sich lockern und entspannen. Beobachten Sie das Gefühl von Entspannung, das sich im ganzen Gesicht ausbreitet. Achten Sie darauf, wie mit dem Nachlassen der Spannung eine Entspannung eintritt. Folgen Sie diesem Gefühl immer tiefer und tiefer. In Ruhe und Entspannung. Lassen Sie die Entspannung mit jedem Ausatmen immer noch tiefer und tiefer werden. Konzentrieren Sie sich nun auf die Muskeln von Hals und Nacken. Drehen Sie den Kopf zunächst langsam nach rechts und beugen ihn leicht zur Schulter. Jetzt ganz langsam. Achten Sie auf die Anspannung in den Halsmuskeln und mit dem nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf langsam, ganz langsam
in die Ausgangslage zurück und entspannen. Drehen Sie den Kopf noch einmal, diesmal nach links, und beugen ihn leicht zur Schulter, ganz langsam, jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf wieder zurück, ganz langsam in die Ausgangslage und achten Sie darauf, wie mit dem Nachlassen der Spannung die Entspannung eintritt. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die Schultern. Ziehen Sie die Schultern etwas nach hinten, jetzt. Achten Sie auf die Anspannung im gesamten Schulterbereich und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Schultern sinken und entspannen. Lassen Sie die Schultern so tief wie möglich sinken. Lassen Sie alle Spannung aus den Schultern weichen. Ein angenehmes Gefühl von Ruhe und Entspannung breitet sich aus. Folgen Sie diesem Gefühl und vertiefen Sie es mit jedem Ausatmen immer mehr. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihren Rücken. Drücken Sie Ihren Rücken durch, sodass ein leichtes Hohlkreuz entsteht, jetzt. Spüren Sie die Anspannung am unteren Rücken. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Spannung wieder los und entspannen. Achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achten Sie darauf, wie sich ein angenehmes Gefühl der Entspannung allmählich im unteren Rücken ausbreitet. Folgen Sie diesem Gefühl von Ruhe und Entspannung immer tiefer und tiefer und vertiefen Sie es mit jedem Ausatmen immer mehr und mehr. Vielleicht beobachten Sie einmal Ihren Atem. Vielleicht ist er auch schon ruhiger geworden. Als nächstes spannen Sie die Bauchmuskeln an. Spannen Sie sie etwas an, als wollten Sie einen leichten Schlag abfangen. Jetzt. Spüren Sie die Spannung in der Bauchdecke und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Spannung los und entspannen. Wieder spüren Sie den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Lassen Sie die Muskeln einfach locker und entspannt.
Konzentrieren Sie sich nun auf die Beine. Bitte spannen Sie zunächst die Oberschenkelmuskeln des rechten Beines an. Jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Muskeln wieder los. Lassen Sie den Oberschenkel locker und entspannt werden. Ganz entspannt und locker auflegen. Als nächstes spannen Sie nun die Wadenmuskeln des rechten Beines an. Jetzt achten Sie auf die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Wadenmuskeln locker und entspannt werden. Beobachten Sie, wie sich die Entspannung immer mehr ausbreitet. Dieses angenehme Gefühl von Entspannung. Als nächstes spannen Sie die Zehen des rechten Fußes an, indem Sie die Zehen etwas krümmen. Jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment im Fuß und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie den Fuß ganz locker und entspannt auf dem Boden auflegen. Bemerken Sie, wie auch hier sich die Entspannung langsam ausbreitet. Gehen Sie nun über zum linken Bein. Spannen Sie die Muskeln des linken Oberschenkels und des Gesäßes an. Jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannen Sie. Lassen Sie die Muskeln locker und entspannt werden. Beachten Sie die Entspannung, die sich nun auch hier ganz langsam einstellt. Spannen Sie als nächstes die Wadenmuskeln des linken Beines an. Jetzt. Achten Sie einen Moment auf die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Muskeln wieder locker. Bitte spannen Sie den linken Fuß an. Jetzt. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie den Fuß ganz locker und entspannt auf dem Boden aufliegen. Spüren Sie, wie die Anspannung langsam immer mehr nachlässt und in eine tiefe Entspannung übergeht. Spüren Sie, wie die Entspannung bis in die Füße hineinreicht, bis in die Zehenspitzen. Folgen Sie der Entspannung und lassen Sie die Entspannung immer noch tiefer werden. Konzentrieren Sie sich nur noch auf das angenehme Gefühl der Entspannung.
folgen Sie diesem Gefühl und versuchen Sie, es mit jedem Ausatmen noch tiefer werden zu lassen. Lassen Sie dieses angenehme Gefühl in jeden Teil Ihres Körpers fließen. In die Arme und Hände, in jeden einzelnen Finger, in Stirn und Kopfhaut, in die Augen, Nase, Lippen und Mund, in den Kiefer, in Hals und Nacken. Spüren Sie die Entspannung in den Schultern, den ganzen Rücken hinunter, im Bauch, im Gesäß, spüren Sie die Entspannung in den Oberschenkeln, den Unterschenkeln, bis in die Füße hinein, bis in die Zehenspitzen. Lassen Sie sich mit jedem Ausatmen tiefer und tiefer in Ruhe und Entspannung fallen. Genießen Sie diesen Zustand von Ruhe und Entspannung. Lassen Sie sich einfach treiben. Genießen Sie die Ruhe, die Entspannung. Ganz ruhig. Tiefe Ruhe herrscht in Ihnen. Angenehme Ruhe. Zufriedenheit. Ganz ruhig und ganz gelassen. Spüren Sie die Ruhe. Die tiefe, angenehme, wohlige Ruhe und die Entspannung. Ganz angenehm. Ganz zufrieden. Wohlige Ruhe und Entspannung. Sagen Sie sich nun, dass Sie die Übung allmählich beenden. Kehren Sie langsam zurück aus diesem Zustand der Ruhe. Spannen Sie langsam beide Hände wieder an. Winkeln Sie die Arme an. Strecken und räkeln Sie sich. Atmen Sie kräftig und tief ein und öffnen Sie die Augen. Sie sind wieder ganz wach und frisch.